Janni Kusmark gibt ganz intime Einblicke in ihre drei Geburten. Die Adam sucht Eva-Bekanntheit und ihr Mann Per Kusmark begrüßen dieses Jahr im September ihr drittes Kind auf der Welt. Nach Sohn Emil Ocean und Töchterchen Joko macht Baby Merlin das Familienglück komplett. Doch die Zeit nach der Entbindung kann die Dreifachmama nicht wirklich genießen. Denn die einstige Profisurferin sowie ihr Neugeborenes haben gesundheitliche Probleme. Merlin liegt wegen eines bakteriellen Infekts im Krankenhaus. Seine Mutter verliert viel Blut. Waren Jannis vorherige Geburten auch so dramatisch? Im Podcast Lose Luder mit Desiree Nick spricht die Influencerin total ehrlich über ihre Erfahrungen und vergleicht die Entbindungen. Die Schwangerschaft mit Emil Ocean genießt sie damals sehr. Doch als es dann losgeht, sind seine Herztöne schlecht. Dann wurde ich da eben mitgenommen. Wir wurden getrennt. Per wurde zurückgelassen. Ich wurde dann schlafen gelegt und bin dann mit Baby im Arm aufgewacht. Ich war selbst nicht bei der Geburt dabei. Dieses Erlebnis prägt die 31-Jährige sehr. So ist nicht nur Jannis Bauch etwa 6 Monate nach der OP taub, sie hat auch Angst vor ihrer zweiten Entbindung. Rund 2 Jahre später erwarten die Reality-TV-Stars nämlich erneut Nachwuchs. Da sie schon einen Kaiserschnitt hat, kann es sein, dass auch ihre Tochter nicht auf natürlichem Weg das Licht der Welt erblickt. So viele Hürden mental, die ich überkommen musste. Es wurde auch schon wieder der rote Knopf gedrückt, die Alarmlichter gingen an. Alle standen im Zimmer. Irgendwie waren die Herztöne schon wieder schlecht. Es war diese genaue Konfrontation mit dem ersten Mal. Also ich wusste, es war nochmal genau die gleiche Situation und dann muss ich es aber alleine schaffen und das haben wir dann auch. Töchterchen Joko kommt tatsächlich per natürlicher Geburt auf die Welt. Janni stellt sich damals ihrer Angst und konfrontiert ihr Trauma vom ersten Kaiserschnitt. Es war einfach meine Willenskraft in dem Moment, beschreibt sie im Podcast. Nach all dem entscheiden Per und seine Liebste sogar, ein weiteres Kind zu kriegen. Denn für beide steht bereits am Anfang ihrer Beziehung fest, sie wollen 3 Kids. Doch auch Merlins Geburt läuft nicht reibungslos ab. Janni gebärt den Kleinen zwar auf natürlichem Weg, aber kurz darauf kommt es zu Komplikationen. Wie man es nennt, es ist eine Wochenbettkomplikation. Ich hatte noch Plazentareste in der Gebärmutter. Die Gebärmutter kann sich nicht so zurückbilden, weil da eben noch Reste drin sind und die müssen natürlich raus. Sie verliert währenddessen viel Blut, fällt sogar fast in Ohnmacht. Nach einer OP ist aber wieder schnell alles in Ordnung, betont sie darauf hin. Doch ihr Söhnchen erkrankt an einer Neugeboreneninfektion und liegt 2 Wochen auf der Intensivstation. Mittlerweile sind alle wohlauf. Per ist ihr in diesen schwierigen Phasen stets eine große Unterstützung. Doch auch eine Therapie hilft ihr, diese Geschehnisse zu verarbeiten. Und Janni scheint ihre Rolle als Dreifachmama nun wirklich richtig genießen zu können.